Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal nicht ums Getriebe, sondern wir machen im Prinzip am Motor weiter, beziehungsweise an der Motorperipherie. Und zwar geht es heute um die Überholung der Servopumpe. Die haben wir hier liegen, komplett zerlegt in alle Einzelteile, die ich mal kurz erklären möchte. Und zwar haben wir das eigentliche Pumpengehäuse, wo die Welle drin sitzt. Hier ist die Pumpenwelle, Riemenscheibe, dann kommt die Pumpe selbst, die aus mehreren Teilen besteht, das innere Pumpengehäuse, was die Pumpe insgesamt abdichtet, und das hier ist im Prinzip der Ölbehälter, der um die Pumpe drumherum sitzt und somit integriert ist. Zum Schluss gibt es hier noch diesen Halter, der das Ganze am Motor befestigt, und was wir hier noch haben, ist ein kompletter Überhol- und Dichtsatz. Da ist alles drin, was man braucht, mit Ausnahme der Laufbuchse für die Welle. Die ist aber in meinem Fall noch gut. Ich habe halt die Pumpe komplett zerlegt. Alle Teile, die ja mit der Außenwelt Kontakt haben, habe ich gestrahlt. Den Halter, das Gehäuse, die Riemenscheibe und ebenfalls auch das Gehäuse und dann entsprechend Pulver beschichtet. Und jetzt wollen wir mal mit der Montage der Pumpe beginnen. Der erste Schritt wird sein, dass in dieses Pumpengehäuse hier ein neuer Simmering reinkommt. Den haben wir hier in der Tüte. Und der besteht aus Metall bzw. natürlich aus Gummi. Bevor ihr den einsetzt, würde ich empfehlen, da ein bisschen Fett reinzugeben. So. Und dann kann er im Prinzip hier eingesetzt werden. Den kann man einschlagen. Ich werde ihn jetzt mit einer Presse reindrücken. Dazu habe ich mir hier so eine Apparatur gebaut aus ein paar Stahlprofilen und einem 10-Tonnen-Wagenheber mit einer entsprechenden Platte. Ihr seht, hier ist ein so ein fester Stift. Da habe ich jetzt glücklicherweise hier ein Loch drin. Das stecken wir da rein. Dann richten wir das Ganze aus. Und dann habe ich hier einen passenden, passenden Durchschlag im Prinzip genommen, um das Ganze jetzt mal zu verpressen. Und das machen wir jetzt mal. Ein bisschen ausrichten. Nicht ganz gerade, aber ich hoffe, das wird trotzdem funktionieren. Ja. Ah. Von Hand geht er schon fast rein. So wie es aussieht. Ja. Na. Ich muss mal ein bisschen korrigieren. Der drückt sie noch weg. Aber jetzt ist er quasi drin. So, nächste Kameraeinstellung. Dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Jetzt habe ich den Simmering bündig eingepresst und dann kann es weitergehen. Wir brauchen die Presse nochmal, nämlich bei dieser Pumpe ist die Welle in die Riemenscheibe eingepresst. Da gibt es natürlich auch wieder vor Ort Spezialwerkzeug, aber ich habe das mit der Presse auseinanderbekommen, dann geht es auch wieder zusammen. Wichtig hierbei ist, ihr dürft nicht vergessen, vorher die vordere Pumpenplatte zu montieren. Die kommt nämlich unter diesen Absatz hier. Und wenn ihr die vergesst, könnt ihr alles wieder auseinanderpressen. Die Pumpenplatte sieht erstmal auf den ersten Blick gleich aus. Ist aber auf der Vorderseite die zwei große Kerben, auf der Rückseite nur kleine Kerben. Und die Vorderseite zeigt jetzt hier so nach oben. Wichtig ist auch noch, es gibt hier, sieht man es vielleicht, ja, gegen das Licht sieht man es.
Da gibt es eine Kerbe und die Kerbe zeigt genau dahin, wo der feste Stift sitzt. Einfach auflegen. Dann kommt hier die Welle rein. Die werde ich jetzt natürlich vorher einölen. Und dann kommt das Ganze auf die Presse und wird zusammengebaut. Ich habe die Welle jetzt da reingesteckt mit ein bisschen Öl. Jetzt haben wir hier die Riemenscheibe. Der höhere Absatz zeigt nach außen, das heißt, er kommt nach unten. Und es ist auch so vorgesehen, dass die Welle im Prinzip bündig mit diesem Absatz abschließt. Das heißt, wir können das hier einfach auflegen, dann verpressen und dann ist alles gut. So, die Welle habe ich komplett durchgesteckt und dann schauen wir mal. So, erstmal ansetzen. Jetzt flutscht die natürlich runter und ich lege euch jetzt mal beiseite und presse das Ganze zusammen. Ich weiß nicht, ob man noch was sieht. Ein bisschen was kann man sehen. So. Zur Sicherheit, damit ich nicht an diesen Pin komme, werde ich da auch noch was dazwischen legen. So, aber hier so ein Druckstück. So, ja. Lässt. So, jetzt kommt Druck. Jetzt hebe ich das ein bisschen an. Und nehme ich mal mit, damit ihr das sehen könnt. So ist jetzt Druck drauf. Und jetzt wird im Prinzip so lange gepresst, bis die Welle bündig ist. Stopp! Jetzt haben wir hier den Bolzen schon mit eingequetscht. Das ist natürlich nicht so geil. Ein bisschen ablassen. Das Ganze. Minimal versetzen. Dann kann es weitergehen. So, jetzt haben wir Druck. Das heißt, jetzt müsste die Welle bündig sein. Ich schaue mal sofort nach. Gucken wir mal. Einen Moment. So. Da ist jetzt auch die Welle bündig eingepresst. Da bleibt hier so ein bisschen Spiel. Das ist aber nicht schlimm, weil ja hinterher die Pumpe da zusammengebaut wird. Jetzt geht es weiter mit der Pumpe. Ich habe mir die Bauteile alle so markiert, dass die richtig liegen und die Markierung immer zu dem festen Stift hinkommt. Heißt, die Pumpe selbst hat hier so einen doppelten Absatz, der nach oben zeigt. Unten ist nur ein einfacher Absatz. So, ein bisschen drehen eventuell, dass die eingreift. Jetzt hat sie gegriffen. Dann kann man das Ganze aufschieben, ein bisschen rappeln, ein bisschen wackeln. Eventuell nochmal ein bisschen drehen. Stelle ich mal beiseite. Zack, sitzt die auch. Und jetzt kann man auch sehen, wie das im Prinzip funktioniert, das Ganze. So. Nächstes
kommt dann diese Druckplatte, natürlich auch mit der Markierung. Ihr seht, hier ist so eine Aussparung. Die Markierung nach oben. Prinzip hier Aussparung über Aussparung, dann passt das. Und zu guter Letzt der hintere Deckel. Da ist das Überdruckventil drin. Der sitzt so. Jetzt aber nicht vergessen, es gibt ja noch einen zweiten Stift. Nämlich diesen hier. Der kommt einfach da rein. Na, dann wird das Ganze zusammengepresst. Und dann kommt das Gehäuse drauf. Ich mache jetzt aber vorher mal ein bisschen ATF da rein, damit nichts trocken läuft. Einen Moment. Nachdem ich das Ganze jetzt mit ein bisschen ATF eingesetzt habe, kommen hier hinten in diese Taschen die beiden Federn. Und dann kommt das Gehäuse drauf. Das Gehäuse hat eine zusätzliche Bohrung. Und für diese zusätzliche Bohrung gibt es auch einen speziellen Platz, nämlich hier diese Bohrung. Ups. Genau. So. Einfach mal aufsetzen. Dann die vier Schräubchen ansetzen. Und halt, stopp. Ich habe die Dichtung vergessen. Großes Ärgernis. Hier kommt nämlich noch diese wunderbar neue Dichtung dazwischen. So, die Bohrung ist dafür da, vorne den Simmerring bzw. die Welle von der anderen Seite zu ölen. Schrauben ansetzen. Und jetzt die Schrauben gleichmäßig mit dem vorgesehenen Drehmoment von, ich guck mal eben in die schlaue Tabelle. £38 bis £47 wird der ganze Spaß angezogen. Das machen wir jetzt mal. Und nochmal zurück, Gehäuse wieder ab. Ich habe noch was vergessen. Und zwar kommt hier hinten auch noch ein O-Ring drauf. Sonst ist die Pumpe nämlich in sich undicht. So, den auch. Na, ups. Den auch schön drauf drücken. Dichtung nochmal ausrichten. Das Gehäuse habe ich von innen noch ein bisschen eingeölt. So, und dann wieder drauf achten. Bohrung an die richtige Stelle. Jetzt vorsichtig aufdrücken. Schrauben rein und dann mit den berühmten 38 bis 47 Pfund anziehen. Ich habe jetzt mal den Drehmomentschlüssel auf 40 Pfund gestellt. Mal eben gucken. Passt halt von der Kameraeinstellung. Ja, sieht gut aus. Ja. Von Hand vorsichtig runterdrücken. Die Schrauben einsetzen. So, hier ist noch ein Punkt, wo ihr darauf achten müsst, und zwar ist hier eine Öffnung. Da läuft dieser O-Ring dran vorbei. Beim Zusammendrücken darauf achten, dass der auch dran vorbeikommt und nicht zerschnitten wird aus Versehen. So, dann geht der hin und zieht die Schrauben erstmal gleichmäßig von Hand vor. Im besten Fall, bis das Gehäuse anliegt. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt hier gelingt. Ja, doch, sieht ganz gut aus.
erste Licht an. Alle an. Jetzt gehen wir her und ziehen die mit den 40 Pfund fest. Vielleicht nicht mit ganz 40 Pfund direkt. Erstmal ein bisschen. Und dann mit Schmackes. So, das dazu. Somit ist die Pumpe eigentlich mehr oder minder zusammen. Dreht sich auch ganz gut. Weiter geht's. Als nächstes der große O-Ring. Dichtet dieses Gehäuse ab. Und hier gibt es noch zwei Dichtungen. Eine kleinere, eine größere. Gut, jetzt müssen wir einmal schauen, in welcher Ausrichtung das Gehäuse drauf kommt. Da gibt es nämlich auch eine Vorgabe. Das kriegen wir raus. Bis gleich. So, mittlerweile habe ich es rausgefunden. Es kommt die kleine Dichtung drauf. Die große ist für eine andere Pumpe. Der Gummiring ist bei mir auch nicht verwendet und der Kupferring ebenfalls nicht. Und die Markierung ist wie folgt. Die Pumpe hat dort eine Markierung und die zeigt den Einlassstutzen hier von dem Gehäuse. Ja, auch das montieren wir jetzt mal wie folgt. Das Ganze flutscht am besten ein bisschen Öl. So. Markierung suchen. Markierung ist hier. Gehäuse kommt dann so drauf. Erstmal ein bisschen von Hand aufdrücken. Das funktioniert ganz gut. Und dabei immer wieder zentrieren. So. Ja. Und wenn das fast gegenliegt, könnt ihr die entsprechende Mutter drauf machen. Die habe ich ebenfalls gepulvert. Da gibt es zwei, eine dicke und eine dünne. Ich würde mal behaupten, das ist die dickere. So, zur Sicherheit, ob nichts verkehrt ist, könnt ihr jetzt nochmal prüfen, ob die Ausrichtung wirklich stimmt. Weil wir wissen ja, die Pumpe sitzt so am Motor. Und am Ende kommt dieser Halter da drauf. Ja, passt. Das heißt, die Pumpe steht ein bisschen schräg. Dann ist der Einlass vom Öl oben. Das passt.
Alles richtig. Ups. So, jetzt die Mutter mit einem entsprechend passenden Schlüssel. Aha. Das ist 15 16 für die, die es interessiert. Gegenziehen. Da dürfte handfest auskömmlich sein. Ja. Jetzt seht ihr, die sitzt noch nicht ganz drauf, aber viel weiter als diese Linie kommt die auch nicht. Zum krönenden Abschluss würde ich jetzt noch hingehen, diesen Rand einmal kurz, falls da Spannungen sind oder was weiß ich, einmal kurz mit dem Hammer, mit dem Holz nochmal runterklopfen, weil der wie gesagt nur über diesen Gummiring abdichtet. Und dann habt ihr die Pumpe im Wesentlichen wieder zusammen. Da kommt dann noch der Ölpeilstab rein, ja, und diese Halterung drauf mit der zusätzlichen Mutter hinten. Fertig. Ja, mehr bleibt mir jetzt gar nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Schaut euch gerne die Videos an, die ich schon gemacht habe. Ihr findet die Links alle in der Videobeschreibung. Ja, abonniert den Kanal und ich würde mich freuen, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald. Tschüss.